Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Projekt Assassin's Creed Chronicles China. Ja, auch dieses Projekt ist schon lange in der Mache, beziehungsweise war schon lange geplant, aber ihr kennt die Umstände ja. Jetzt ist es aber soweit, ich habe mit The Evil Within die Konsequenz abgeschlossen, bin durch und werde das jetzt als nächstes Projekt angehen. Allerdings lang wahrscheinlich, bevor es ausgestrahlt wird. Mal gucken, ob es ein Konservenprojekt wird wie bei The Evil Within. Das war ja fertig, bevor ich überhaupt die erste Folge rausgehauen habe. Es führt uns ins China. Ins antike China zurück. Naja, antik ist jetzt vielleicht übertrieben, aber zurück ins Kaiserreich, wo die Samurais und so gelebt haben. Und wir spielen eine alte Bekannte, zumindest wer Assassin's Creed Ambers gesehen hat. Das ist so ein animierter Kurzfilm, der nach der Ezio-Trilogie spielt. Da spielen wir praktisch seine Schülerin und das Ganze ist in einem 2,5D Side-Scroller-Design aufgezogen. Was das bedeutet, werdet ihr gleich sehen. Ist auf jeden Fall eine komplett neue Spielerfahrung, haben sie gesagt, und ich kann mir das schon sehr gut vorstellen. Deswegen starten wir doch jetzt einfach mal im Modus Normal. Und gucken mal. China, 1526. 2 Jahre ist es her, seit Zhang Yong, Anführer der Tiger, einer korrupten Gruppe von Eunuchen, die chinesische Bruderschaft der Assassinen ausgelöscht hat. Diese Tiger sind Templer und lenken im Geheimen die Geschichte des Landes. Der Kaiser ist nicht mehr als eine ihrer Marionetten. Xiao Yun, eine der wenigen Überlebenden, ist auf Befehl des neuen Anführers der Assassinen, Wang Yangming, zurückgekehrt. Gemeinsam planen sie, Jagd auf die Tiger zu machen und China aus dem Griff der Templer zu befreien. Die Maishan-Grotten, die alte Festung der Assassinen, sind ihr erstes Ziel. Die Templer haben es in ein Gefängnis umgewandelt. Geleitet wird es von Gao Feng. Um die Nähe ihres Zirkels zu gelangen, muss Xiao Yun sich gefangen nehmen lassen. Bei sich trägt sie ein Artefakt der Vorläufer, das sie einst von Ezio Auditore bekommen hatte und das die Templer nur zu gerne in die Finger bekommen würden. So kann sie sicher sein, dass man sie festnehmen wird. Also, Xiao Yun heißt die Gute. Und die werden wir begleiten. The box is empty. Or should I say, incomplete. Where is the rest of it? We know who you are. We know who you were. You've come far for someone who was merely once a concubine. I will ask you again, assassin. What is this box? Where did it come from, and what is its purpose? Why continue to resist us? Look around you. No one is coming. We wiped out your order. There is no escape from here. Why would I want to escape? I am exactly where I want to be. Such arrogance! Ma Yongcheng will make you talk. Let him try. No wonder your kind fell so far. My kind isn't done yet. Das ist dann wohl der Edenapfel, ja? Also es wurde schon gesagt, eine deutsche Tonspur gibt es dieses Mal leider nicht. Deswegen habe ich die Untertitel einfach eingeschaltet, die habe ich aber standardmäßig immer drin, aber nur, damit ihr nochmal Bescheid wisst. Ich meine, ich habe kein Problem damit, aber nicht alle sind des Englischen mächtig, von daher ist es, denke ich, ein guter Kompromiss. Wie gesagt, deutsche Tonspur gibt es leider nicht. 1526, Maishan-Grotten. Nachdem sie sich hat gefangen nehmen lassen, um näher an Gao Feng, einen von Zhang Yongs Tigern heranzukommen, muss Xiao Yun nun aus ihrem Käfig entkommen und ihre Ausrüstung finden. Sobald sie wieder im Besitz ihrer Waffen und Geräte ist, beginnt die Jagd auf Gao Feng. Upgrades, verbesserte Gesundheit, Nebenziele, den Assassinen-Informanten Hong Liwei retten. Time to get out of this cage. Na, da bin ich jetzt gespannt. Also, das ist 2,5D. Ne, es wirkt alles etwas dreidimensional, aber eben von der Seite. Das ist praktisch wirklich so Side-Scroller-mäßig. Und jetzt müssen wir mal schauen. Zum Sprinten das gedrückt halten. Ja, okay, das ist ja nichts Neues. Und hochklettern auch. Okay, es hat halt schon so ein bisschen Super Mario Charakter, ne? So können wir in die Hocke gehen. Also an sich eigentlich auch nichts Neues.
Drüber springen ist auch noch okay. So, Wachsamkeit. Tja. Okay. Er wollte nicht in den Käfig zurück. Ich glaube, das hat er bekommen. Aber so hat er sich das vielleicht auch nicht vorgestellt. Ich finde es toll, dass die Chinesisch hier reden. Ich finde, das wirkt immer sehr authentisch dann, wenn eben die jeweilige Landessprache benutzt wird. So, was muss ich denn machen hier? Weiß ich gar nicht. Winde drehen, okay. Das heißt, an den Wachen müssen wir eigentlich gar nicht so großartig vorbei. So, es geht aber trotzdem in die Tiefe. Finde ich eigentlich ganz gut. Ich glaube, ich renne lieber erstmal weg. Der Hund hat mich gewittert gesehen und bellt dann erstmal. Finde ich jetzt irgendwie uncool. Wow. Okay, das sah jetzt ein bisschen unrealistisch aus, aber ist okay. Ist halt die Frage, wer ist jetzt der Assassinen-Informant? Habe ich den hier schon gesehen irgendwo? Ich könnte ja nochmal schauen gehen. Ist er einer davon? Nee, sieht glaube ich nicht so aus. Nee, komm. Wir gehen erstmal weiter. Ich denke mal, der wird sich schon irgendwie bemerkbar machen. Oder eben auch nicht. Ansonsten müssen wir nochmal zurück oder... Ach, mir wird schon irgendwas einfallen. So, jetzt ist nur die Frage, wie komme ich hier hoch? Oder muss ich erst runter, um hochzukommen? Ja, sieht fast so aus, ne? Da runter. Und jetzt praktisch hier hoch. So, und dann müsste ich eigentlich rückwärts abspringen können. Genau. Also eigentlich hat sich nur die Perspektive verändert, ne? So die Steuerung, die Dynamik an sich. Eigentlich wie bei Assassin's Creed, wie man es sonst auch gewohnt ist. Ich finde es auf jeden Fall interessant. Also ich finde das Design echt schön, dieses Comichafte. Total cool irgendwie. Komme ich da hin? Tatsache. Pa! Was war das? Irgend so ein Animus-Kristall. Keine Ahnung, ob das irgendwie Collectibles sind oder so. So einfach geht das. Tja, Lappen. Und wieder raus. Ich weiß ja nicht, ob wir... Naja gut, wir müssen erstmal unsere Waffen holen. Die Art und Weise, wie du einen Levelabschnitt meisterst, wird bewertet und in Abhängigkeit von deinem Spielstil belohnt. Wenn du nicht von den Wachen entdeckt wirst, erhältst du mehr Punkte, als wenn du dir deinen Weg freikämpfst. Töte niemanden und lass dich nicht sehen, um die Stilbewertung Schatten Gold zu erhalten. Ja, haben wir bekommen, cool. Kann ich wahrscheinlich richtig stolz auf mich sein. Oh je, die Wache kommt. Ach so, wenn es ganz oben ist, hält es. Okay, das ist gut. Bleib nicht zu lange in unmittelbarer Nähe. Okay, das Auge erscheint, wenn sie im Begriff sind, sich umzusehen. Das ist gut zu wissen. Wieder Schattengold. Boah, toll, oder? Bisher geht's, aber ich glaube, das wird bestimmt irgendwann noch schwerer. Ich könnte mir vorstellen, das hat richtiges Rage-Personal. Potenzial. Ja, Wachsamkeitsanzeige fernhalten. Das denke ich mir bereits. Ach so. Pfeife, um ihn abge... Ah. Ja, was denn jetzt? Was? Hä? Ah! Und wie kriege ich das jetzt wieder weg? Keine Ahnung. Weiß man nicht so genau. Okay, geht von alleine weg. Schattengold. Ich hab's zwar immer noch nicht gerafft,
Attentat. War das gerade eine Klinge im Fuß? Versteckte Schuhklinge, tatsächlich. Und jetzt wahrscheinlich in das Versteck rein. Ah. Na, seht ihr, das hat mir gefehlt bei Unity. Das gab's da nämlich immer. So, jetzt schnell. Yeah! Schattengold! Ja, ja, war der Wind. Schau, Jungs, Sheng Biao. Was ist das hier? Ein Schwert, oder? Wahrscheinlich. Ich bin das Chinesische nicht ganz so mächtig, aber das klingt mir nach einer Waffe. So, lass mich raten. Vorsprungattentat gibt's auch? Natürlich gibt's das. Sayonara! Ach nee, das war japanisch. Egal. Was wird das, wenn's fertig ist? Drückt doch schon die ganze Zeit. Hallo? Würdest du jetzt vielleicht mal an die Kiste ran und die öffnen so? Ich drück doch die ganze Zeit schon. Okay, warte mal. Dachte, ich kann die öffnen. Indem ich jetzt hier nach oben drücke. Oder wie läuft das? Wow! Bloß nicht runterspringen. Da kann ich jetzt auch nicht hin. Oder kann ich den da reinschmeißen? Ah, dafür ist sie gedacht. Ich dachte, da wäre vielleicht was drin. Okay, ja, dann raff ich das natürlich. So ein bisschen, vielleicht. Okay, jetzt kann ich hier vorbei. Und hepp! Okay, es wird aber so eine Schallanzeige immer gebracht, wie laut das Attentat ist und wo man es hören kann. Wie es aussieht. Na gut, okay. Bisschen gewöhnungsbedürftig, aber ich denke, man kommt gut rein irgendwann. Hä? So, und rein in das Versteck. Wenn jetzt beide vorbeigehen, was sie somit tun, gehen wir weiter. Ich weiß noch nicht, wie weit die gucken können, aber ich bin ja relativ weit schon weg. Und der Sichtkegel, ja, da bin ich jetzt auch raus. Okay, cool. Ich glaube, ich mache das ganz gut im Moment. Noch. Knallkörper. Ah, okay. Nutzt jetzt mal. Tatsache, geht. Hat man wahrscheinlich aber auch nur begrenzt. Wow! Kurz gesehen worden, aber nicht lang genug, um entdeckt zu werden. Also gut, Knallkörper haben wir auch. Ach so. Ja, ja, halt schön die Augen auf. Wenn Wachen sich unterhalten, passen sie dich auf, oder was? Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Tatsache, die raffen sich. Ne? Ja, ja, haltet euch den Rücken frei. Ich gehe einfach vorbei, passt schon. Echt jetzt? Das funktioniert? Oh mein Gott, sind die blöd. Sind die blöd. Das war ja fast zu einfach, oder? Okay, jetzt warte ich mal kurz, weil da kommt eine Patrouille.
Boah, war das knapp. Und durch. Yes. Das war nicht schlecht. So, Munition haben wir auch aufgefüllt. Frag sich bloß welche. Knallkörper hat man da vorhin auch schon zwei, oder nicht? Da muss ich hin, da ist mein Schwert. A little distraction could help me here. Ja, und wie? Okay, wie mache ich das jetzt am blödsten? Wahrscheinlich am besten warten, bis die wieder umdrehen und dann irgendwie Attentat aus der Luft oder was? Ich versuch's mal. Nee, das klappt nicht. Wahrscheinlich muss ich nur den hier ablenken. So, wenn ich jetzt über den Sichtkegel... Boah, knapp, 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 knapp. So, und jetzt bin ich aus dem Sichtfeld. Und weg. Ja. Silber, okay, okay, war nicht ganz perfekt, aber hey. So, ich habe mein Schwert wieder, glaube ich. Das ist es, das Schwert. Meine Rache kann beginnen. Oh mein Gott, Ezio! Ach, in Richtung des Angreifers. Remember to look for signs your opponent is about to strike. Yes, that's it. Ezio, mein Guter. Time when you block, performer all over. Ah! Okay, aber das ist irgendwie gewöhnungsbedürftig. Und wieso dreht sie sich nicht mehr um, ey? Perfect. This tactic is also good to escape from combat. Attack this enemy. Show me how you strike with Yoda. Standard attacks are quick, but they deal little damage. Strike the enemy harder than that. Ah, härterer Angriff mit Y, okay? Excellent. Heavy attacks deal more damage. Schauen aber auch länger. Okay. Keep going. Okay. Immer wenn dieser komische Totenkopf drüber angezeigt wird, dann ist es wohl soweit, dass man ihn dann vollends exekutieren kann, aber ich lasse mich hier gerade echt viel zu oft treffen, weil ich das mit dem Blocken irgendwie nicht auf die Reihe kriege. Also ich bin das so gewohnt, dass man halt in die andere Richtung drückt. Ich finde das mit der Rolle so cool. Well done, Shao Jun. Your training is complete for now. Fürs Erste. Okay. Dann haben wir doch, denke ich mal, schon einen ziemlichen Abschnitt geschafft. Guck ich mal, was hier noch kommt. Machen wir mal hier auf. Okay, jetzt muss ich mich wahrscheinlich beeilen. Okay, das war nix. Das war zu langsam. Und ich bin wieder zu früh. Zu früh geschlittert. Sag mal, wieso geht das nicht? Jetzt geht's. Sehr gut. Okay. Dann würde ich aber sagen, lass was für heute erstmal gut sein. In der nächsten Folge geht's dann weiter. Und ja, ich weiß jetzt nicht, ob das dann so in Levels aufgeteilt ist oder ob es einfach immer von Checkpoint zu Checkpoint geht. Keine Ahnung. Bin mal auf eure Meinung gespannt, schreibt mir was in die Kommentare, lasst eine Bewertung da und dann sehen wir uns morgen wieder bei der nächsten Folge. Danke fürs Zusehen, macht's gut und tschüss.